So, dann hol mal das Weizen raus. Dann gehe ich jetzt erstmal ein paar Tiere anlocken. Denn das finde ich ja das Lustige. Du kannst Tiere einfach nur, wenn du den Weizen vor die Fresse hältst, kannst du die anlocken. Passi? Franz? Ja? Du weißt nicht, was mit Passi los ist, oder? Nein. Weil er irgendwie gerade ein bisschen abwesend ist, so. Jetzt kommt mal her, ihr zwei Kühe. So, dann laufen jetzt schon mal drei Kühe hinterher. Ist irgendwie lustig, wenn die Tiere einfach mal so folgen, wie so eine... Ich weiß nicht. Wir müssen halt immer gucken, dass wir die Tiere mit Weizen füttern. Also immer zwei Tiere, dann machen die nämlich ein Junges. Das wächst dann wieder groß, dann können wir wieder ein großes schlachten quasi. Warum rennen die dir hinterher? Weil ich den Weizen in die Fresse halte, dann denken die, ich gebe es denen. Das ist seit der 1.8 so, glaube ich. Ist ja geil. Ja, weil, wie gesagt, die Tiere spawnen halt nicht mehr nach, wenn du alle abschlachtest. Deswegen kraftig, Passi. So, jetzt kommt alle mal hier rein. So. Geh mal ein Fenster, dann kann ich zumachen. So, und jetzt okay. Pass auf, jetzt tue ich zwei Liebe machen lassen. Guck, jetzt machen die hier Liebe. Zeig, ich will sehen. So. Guck mal, das Kleine hier. Also, das hat übrigens einen riesen Kopf. Warte, wo bist du? Ja, hier, neben unserer Farm. Nein? Achso, ich wusste gar nicht, dass die Jungs machen. Guck, und das ist jetzt eine Familie. Wir brauchen noch so. Nein. Ja, jetzt soll ich nur nachgucken, dass ich hier irgendwie drüber komme. So. Ist halt ein Pärchen. Mach dir auch ein Pärchen. Ja, ich hole noch ein paar Viecher. Also keine Panik. Einfach keins abschlachten, okay? Wow, wie sind denn die da hinten auf den Zaun hochgekommen? Alter. Okay, wir müssen verhindern, dass sie da auf die Zäune hochkommen. Ich würde sagen. Ich hab gleich ein Stack, dann könnt ihr weiterbauen. Ich baue mal den Zaun überall eins höher. Oh, ein Apfel, danke. So, und da muss ich mir jetzt noch einen Eingang freilassen, wo ich dann später die Viecher wieder reinzwängen kann. Passi, du musst mir jetzt helfen, komm mal zu mir. Ich komme da nicht mehr rum. Warte. So, pass auf. Ich gebe dir hier noch ein paar Fences. Und eine Axt. Mit der Axt lassen sich Fences schneller abbauen. Pass auf. Ich werde jetzt noch ein paar Viecher holen gehen. Und wenn ich komme, baust du den Fence hier ab. Ich kann die Viecher alle reinlocken. Und dann musst du ganz schnell wieder ein Fence hinbauen, damit die nicht abhauen können, okay? Ja. Okay. Dann bin ich jetzt mal kurz weg. Es kann jetzt sein, dass es noch ein bisschen dauert, bis ich wieder ein paar Viecher finde. Ich muss jetzt erstmal nach Schafen und so weiter gucken. Und vor allem nach Schweinen. Oh, Franz und unser Gärtner. Projekt mega grün. Aber wir wächst alles im Schädel. Brauchst du Zaun? Ey, jetzt rennt die Kuh da einmal um den Lavasee rum. Ich glaub's nicht. Hallo, du dumme Kuh, dreh dich mal um. So, jetzt die Kuh da hinten noch holen. So, jetzt hab... Gell, ein Zaun macht man mit Stacks. Ja, eigentlich schon. Wie viel braucht ihr noch? Boah, ihr scheiß Kühe, kommt doch mal alle jetzt hoch. Passi, ich komm gleich mit der ganzen Herde an Kühen, ne? Müssen so 5 oder 6 Stück sein.
sind hier noch so dumm, bleiben an den Bäumen hängen. Ich glaube, ja, ist gut. Ihr kriegt das Eisen, wenn ihr mir hinterher rennt. Ist die scheiß Kuh. Nein! Ist eine raus. Ja, egal, die fange ich gleich wieder ein. Nein! Du scheiß Mutter, komm rein. Ich hab ja gesagt, du sollst es erst aufmachen, wenn ich bei dir bin, in der Nähe. Ja, du hast gesagt, du bist gleich da im Anmarsch. Ja, nein, ich hab gesagt, dass ich nur welche mitbringe. Ich hab nicht gesagt, dass ich gleich da bin. Boah, man muss so arschlangsam laufen, weil die Viecher dich sonst wieder verlieren. Lauf doch durch, du dummes Kind. Ja, warte, ich hab Weizen dabei. Die rennen mir gleich wieder hinterher. So, hey. Achtung, ich komme. Eieiei. Alter, warte doch noch nicht. Jetzt, warte. Ah, oh, du dummes Viech. Was machen die da? Die stehen da. Die stehen da oben auf dem Zaun, Alter. Die stehen auf dem Zaun. So, jetzt rein da. Jetzt musst du dich da hinstellen, aber richtig schnell. So, wenn jetzt alle drinne sind. Jetzt. Nein, jetzt geht das Kleine raus. Komm, piss dich. Nein, geh doch rein. Egal, das Kleine ist egal. So, einfach hier mal ein bisschen Weizen noch reingeben bei den Viechern. So, jetzt habe ich keinen Weizen mehr. Okay, die kleine Kuh ist wieder. Okay, und jetzt warte. Wie kommen die da hoch? Schickt die alle hier runter. Sieh dich. Ey, wie ist die da rübergekommen? Er ist so ein Baby. Schade. So, ich habe jetzt 22 Zaunteile gefahren. Ich glaube, wir werden hier noch ein Dach drüber machen müssen, dass die Viecher hier nicht mehr durch können, irgendwie. Ich glaube, wir müssen einfach den Zaun noch höher bauen. Hast du Zaunteile noch dabei, Franz? Oder hast du Holz reingelegt? Ich hab noch welche. Okay, dann baut den Zaun einfach noch mal ein bisschen höher und dann baue ich mit Erde ein Dach erstmal drüber. Dass die Viecher dann da erstmal aus ihrem Gefängnis nicht mehr raus können. Ach, Alter, was ist, wie weit, Alter? Wie kommt die da hoch, ey? What the fuck? Nein? Runtergeflogen. Passi, hast du Fackeln dabei? Eine. Die Fackeln könnte ich gleich mal gut gebrauchen. Denn ich muss hier unten beleuchten. Wir brauchen erstmal so einen blöden Eingang. Moment. So. Oh, das ist die Kuh da auf dem Ding oben. Boah, ey, geht runter. Jetzt schuckt die mich auch noch. Ja, ich verstehe gar nicht, wie die da hochkommen können. Alles so undankbare Viecher, gell? Wir wollen sie doch nur töten und essen. Aber ich glaube, das ist ein Bug von Minecraft, dass sie da hochklettern können. Also von der Multiplayer-Version. Weil eigentlich machen die Viecher sowas nicht. Hä, hey, warum ist die jetzt da oben? Seh dich mal. Da ist nichts. Die war gerade bei mir oben. Ja, das ist. Alter, die schmeißen mich da runter. Nein, ja. Das ist. Die backen da hoch. Das ist bei mir auch so. Und da ist ein Skelett.
Bleib ich erst gerade nicht weg. Adieu. Boah, wie die alle am Zaun rumbuggen. Ich bin gleich tot. Und gute Nacht. Ah, da habe ich Knochen. Gut. Wer hat sich schlafen gelegt? So. Wenn sie jetzt noch rauskommen, dann ist es nur noch so ein Bug, das ist dann so ein Glitch. Das passiert mit den normalen Monstern auch immer. Also davon nicht irritieren lassen. Übelstes Gefängnis, übelstes Schlachthaus. Wie wir die Massentierhaltung, Wiesenhof. Das riecht irgendwie auch in die Stühle. Die Kuh ist wie gesagt nicht da oben passiv, deshalb kannst du die auch nicht schlagen. Ach so. Die steht da unten drin, also keine Angst. Haha, ihr armen Opfer. Ach, vielleicht kommt sie runter und schlägt dich. Ja, Mann. So. Hast du keine Kiste im Holz gemacht, Adi? Nee, kannst aber noch eine Doppelkiste bauen, wenn du willst. Musst du dann halt hier irgendwo hinstellen. Hat irgendwer einen Knochen? Ah, ja, okay. Ich hab's in die Kiste getan. Okay, gut, dann tue ich nämlich gleich wieder ein bisschen ernten gehen. Creepy! Ich verstehe gar nicht, warum uns für ein Schild 6 Holzblöcke und ein Holzteil braucht. Ich bin unlogisch. Es gibt viel mehr unlogische Dinge in Minecraft. In Minecraft darfst du nicht drüber nachdenken, warum es so ist. Es ist einfach so. Alter, wie die Tiere da am Ausrasten sind, sobald du dort Weizen hinhältst. So, jetzt könnte es lustig werden. Franz, hast du ein bisschen Holz, bitte? Ja, klar. Werf mal rüber. Nein. Ein halber Stack oder so, keine Ahnung. Ein halber Stack, okay. Stehe neben dir. Hinter dir. Okay, ich nehme es mir mal weg. So. Ach, ich hab mir schon weggenommen, so. So, dann baue ich jetzt noch mal ein paar Zauntüren. Boah, so. Jetzt könnte es lustig werden, die Zauntüren hier einzubauen. Ha! Ihr scheiß Viecher! Ihr könnt mir mal alle ein. Loben. Ihr könnt mir alle einen. Einen Loben! Oh Mann, oh Mann. Da, wie wir mit den armen Tieren umgehen, die Zuschauer müssen auch denken, wir sind so. So eine. Keine Ahnung. So Umweltaktivisten. Was für Umweltaktivisten, die sind so richtig unmenschlich. Tja. Also ich könnte jetzt dazu einen Witz lassen, aber dann wäre ich für alle Ewigkeit gehasst von der Welt. Oh, man kann die scheinbar auch mit Zuckerrohr füttern, denn die rasten auch aus, wenn du da mit Zuckerrohr hinrennst. So, das könnte jetzt nämlich lustig werden. Alter, wie die gleich einen auf einen zurennen, sobald man da so ein Zauntor aufmacht. Überall stehen diese Viecher rum, du kommst da echt nicht rein.
Zum Glück gibt es den Slash J Befehl. So, Weizen, lecker Weizen. Ihr könnt jetzt alle mal hier unten Liebe machen. So, jetzt machen sie alle wieder Liebe. Echt? Siehst du nicht die Herzen über den ihren... Siehst du nicht die Herzen über den ihren Köpfen? Ist doch egal, was sie machen, hopp. Hauptsache, es werden Nachkommen produziert und wir haben wieder was zum Schlachten. Bist du brutal, Buddy. Ja, wir brauchen ja auch was zum Überleben, ja. Sag mal, wenn ich da jetzt die Tür aufmache, komm ich nicht rein. Ich würde es nicht tun, solange du, vor allem nicht, solange du Weizen oder Zuckerrohr in der Hand hast. Echt, da sind echt so kleine Herzen, hab ich gar nicht gesehen. Ah, man kann die doch nicht mit. Mit Zuckerrohr füttern, schade. Mann, haut doch mal alle ab. Ja, Emma, hau ab. Ah, wie die Viecher da alle am Rumschreien sind. Kann man die mit Äpfel füttern? Nein, geht nur mit Weizen. Oh, jetzt wächst es. Ja, ich habe keinen Weizen mehr. Jetzt wächst das Zuckerrohr relativ schnell nach. Franz, wo bist du? Da. Vielleicht solltest du das nicht direkt vors Fenster stellen, ist ein bisschen sinnlos. Franz. Oh. Ja? Stell das Bücherregal das nächste Mal nicht direkt vor die Fenster, das ist sinnlos. Denn die Fenster. Indem du das abbaust, dann kriegst du drei Bücher zurück. Ja, nicht normalerweise alles kaputt. Nein, das ist seit der 1.1 so. Es hat sich vieles geändert. Ich dachte, es geht dann alles kaputt. Nein, nein, das ist seit der 1.1 anders. Oh Mann. Ich gehe jetzt rein. Ich bin drin. Meine Freunde weg. Laufen dann noch irgendwo. Ey, hör doch auf, die Viecher zu schlagen. Ich tue sie nicht schlagen, die sie füttern. Das tust du mit Rechtsklick, nicht mit Linksklick. Das funktioniert nicht mit Zuckerrohr, wie oft denn noch? Dann gib mir Weizen. Wie denn, wenn ich keins hab? Dann lass Wachs bauen. Ja, dann gib mir Dings. Ganz ehrlich, ich finde die kleinen Kühe sehen aus wie LKWs. Dann gib mir Dings, Knochenmehl, damit ich sie wachsen lassen kann. Ja, hier, Franz, hast du noch ein Zuckerrohr? Komm raus. Ja, ich will warten. Man muss echt aufpassen, dass man hier gleich beide Türen auf einmal zumacht, weil sonst hauen die Viecher innerhalb von... Mach das Suppress! Ne, das geht bei den Dingern nicht. Die Viecher hauen dir sonst echt... Davor. Die Viecher hauen dir echt sonst innerhalb von einer Minute ab. Das ist echt extrem. Muss man sich halt notschlachten, ne? Ja, dann haben wir hier keine Viecher mehr, die wir irgendwann mal mitnehmen können. Was machst du eigentlich da unten, Passi? Buddel hier, das ist zu. Ach so. Ich hab hier nur eine Treppe gemacht, falls man da wieder runter will. Ach, mittlerweile sieht das doch hier alles relativ gut aus, oder? Ja. So, ja. Wisst ihr was, ich werde jetzt die Erde in unserem Schlachthaus da mal durch Glas ersetzen oben. Das sieht einfach besser aus. Ja, kannst du machen. Wie wichtig die Viecher anhören, Alter. Ich glaub nicht, dass du dich besser anhörst, so in Gefangenschaft. Thank you.
sag mal, der fertige Weizen ist dann so gelb, gell? Nein. Oder? Da ist noch gar nichts fertig an Weizen. Nein, ich weiß. Wie lange willst du eigentlich aufnehmen? Einfach so, wir tun ja kein Let's Play machen. Wo ist Passi eigentlich? Ich buddel hier hinten. Ja. Franz, legst du dich gleich ins Bett? Ja. Der Franz legt mich mal schlafen. Ich verschönere die Natur. Aber aus der Welt hier wird doch langsam was, also. Das lassen wir mal, wenn wir immer mal so wieder ab und zu so zocken, dann könnte aus unserem kleinen Server hier doch mal irgendwie was werden, ne? Ach ja, hatte ich irgendwie noch was vergessen zu erwähnen, genau. Ihr braucht gar nicht erst fragen, ob ihr die Server-IP bekommt. Also, ihr könnt die von mir aus, also, man kann es zwar, glaube ich, im Video sehen, aber das wird euch eh nichts bringen, denn sobald jemand von euch hier raufkommt, wird er halt wieder runtergekickt, das ist mir scheißegal. Ist halt unser kleiner Privatserver, ne? Das will ich auch, soll ich mir das Server-ID eigentlich? Ich weiß nicht, was das ist. Ja, Server-IP. Ohne Server-IP kommst du nix auf Server. Ja, Passi, das ist ein bisschen blöd, die Idee, ne? Denn ich muss hier mit dem Glas hinmachen, hinterherkommen. Franz, hast du gerade nichts zu tun? Franz? Oh, scheiß Kühe. Hier brennt irgendwo ein Skelett. Ja, lol, da hinten am Zaun brennt ein Skelett, ey. Ich glaube, es hackt. Ja. Wenn der Zaun jetzt abfackelt. Der fackelt nicht wegen dem Tier. Franz, wenn du jetzt. Franz, wenn du nichts zu tun hast, dann kannst du mal wieder Sand abfarmen gehen. Denn Sand können wir wieder ein bisschen gebrauchen. Ah, könntest du ein bisschen weiter weggehen dieses Mal, damit wir hier nicht die Landschaft wieder so verunstalten, ne? Das wäre herzallerliebst, danke. Ich hab einen Knochen, ne? Ah, ich bin bei den Kühen eingeschlossen. Warte, kannst dich gleich zu mir hoch teleportieren. Erstmal mache ich hier alles noch. So, jetzt habe ich hier jedes Loch zugemacht. Ey, Pagi, sieht hier fertig Weizen eigentlich so aus? Ja, so wie hier vorne, die ersten zwei. Das ist fertiger Weizen. Und die Samen einfach wieder anpflanzen, ne? Nicht drüber laufen, Mann. Ach ja, Franz, wenn du ins Gehege gehst, das Weizen nicht in der Hand halten. Geh mit leeren Händen rein und dann stell dich mitten ins Gehege rein und dann machst du erst Weizen in die Hand, okay? Okay. Was passiert dann? Wir machen Rechtsklick auf irgendeine Kuh. Dann kriegen die so Herzchen und zwei Stück paaren sich dann. Scheiße, ich hab nur einer. Das ist pure Inzucht. Ringelpieps mit anfassen. Mafia 2, ne? Ja. Oh Mann. Paper-Style? Jo. Ja, du bist gerade irgendwie ohne Funktion, oder? Was? Du bist gerade irgendwie ohne Funktion, oder? Ah ja. Wir müssen auch so wie los. Franz, kannst du die Samen wieder anpflanzen? Ja, ich habe keine Samen. Achso, dann müssen wir warten, okay. Na gut.
Doch, ich habe schon viele Samen, aber. Können Kühe eigentlich durch Zäune sehen? Ja. Okay. Die riechen das Weizen. Die Armen. Franz, hier hast du noch ein bisschen Sakura. Ja. Kann jetzt mal wieder irgendjemand Sand holen gehen, bitte? Ja, Party. Bin Passi. Was für Sand? Ja, oder wo holt ihr den immer? Geh einfach, schau her, in die Richtung, pass auf. Einfach in die Richtung, etwas weiter weg, damit man hier nicht die Umwelt verschandelt. Lauf einfach 5 Minuten in die Richtung oder so, keine Ahnung. Oder 3 Minuten, keine Ahnung. Einfach mal eine Minute lang laufen. Bis du halt ein Sandfeld findest. Ach scheiße, keine Schaufel. Ja, die hättest du dir vorher machen sollen. Fail. Könntest du mal aufhören zu pfeifen, das nervt. Lass es. So. Na gut. Ich beende dann mal die Videoaufnahme, ne? Also, ciao Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Server-Update-Video, wenn ich und wir einfach mal wieder Bock haben aufzunehmen, ne? Also bis dann, tschö. Hallo, wollt ihr nicht noch ciao sagen? Ciao. Hab ich vorher gesagt. Also ciao.